Logbucheintrag Nummer 28, Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Interforge. Den letzten Berichten unseres Außenteams zufolge konnten sie den Schamanen ausschalten, welcher das Piratenlager kontrolliert hat. Sie haben nun mit der Säuberung des Piratenlagers begonnen. Sie versuchen dabei, so diskret wie möglich vorzugehen. Wenn wir es also laut rumsen hören, wissen wir, dass es mit der Diskretion vorbei ist. Wünschen wir Ihnen weiterhin viel Glück. Ja, und damit sind wir auch schon wieder hier. Bei unseren drei super Zwergen. Und wir haben noch viel vor uns. Stash ich erstmal in die Richtung zurück. Werf da unten mal was hin, dass ich mich hier verstecken kann und hier hin dashen kann. So, ich könnte theoretisch versuchen, die da anzupissen. Ich könnte die da anpissen, aber erstmal würde ich gerne an das Zeug da kommen. So. Strategie wäre jetzt, die einzeln umzubringen. Ohne dass sie es bemerken sogar. Okay, er hat es bemerkt. Das ging jetzt leider daneben. Wusch, hier rüber und da weg. Einer getroffen. Und der letzte, der wird per Teamwork platt gemacht. Okay. Das sind ein paar mehr als erwartet. Aber auch die kriegen wir ganz gut tot. So. Hat jetzt jeder oder will noch jemand? Da ist noch eine kleine Gruppe, die wahrscheinlich noch eins drauf haben möchte. Die noch nicht mitgekriegt hat, dass wir hier sind. Ja, den kann ich ausschalten. So, ohne dass die anderen beiden es merken. Dann kann ich den ausschalten. Eigentlich dachte ich, ich könnte ihn ausschalten. So. Deswegen verkrümmeln wir uns einfach mal. Zurück zu unseren Freunden. Und wir grüßen die beiden auf die Smash Fist ab. So. Dich da noch bitte. Okay, ich denke mal, das war's jetzt. Sieht jedenfalls wirklich danach aus. Das heißt, ich kann alle zum Heilstein bewegen. Der hier hinten ist. So. Kann kurz einen Quicksave machen. Sicher ist sicher. Jetzt muss ich anfangen, irgendwie Käfige zu zerstören. Ich nehme mal an, das hier ist so einer, den ich... Ja.
runterschießen kann. Genau. Und davon gibt es sicherlich noch ein paar mehr. Ich guck mal kurz, wie viel Energiezellen ich noch habe. Dafür ist ja hier hinten netterweise der Runenstein. Nein, ich will da bleiben. Komm, geh wieder an. Characters. 102. Das heißt, mein Smash Fist kriegt mal. Ich kann die zwei nicht verbrauchen, schade. Kriegt mal ein bisschen mehr Rüstung wieder spendiert. So, da müsste der nächste Käfig sein. Leider kann ich den nicht richtig anvisieren von hier aus. Ich glaube, da muss ich mich hier hoch auf die Säule dashen, wenn ich da hochkomme. Oder ich muss irgendwo hier hoch. So. Das war Nummer 2. Das da drüben ist Nummer 3. Jetzt muss ich wieder hier runter. Mit meiner ganzen Truppe und den letzten suchen. Der wird wahrscheinlich von hier oben aus zu erreichen sein. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, genau da ist noch ein Käfig. So. Und fertig. Thanks for saving us. We thought our lives were over. Before pirates left us to die in those cages, we had spent some time in the main camp. There are a lot of pirates guarding our moles and the remaining caravanners. Okay, also noch ein Piratencamp. How can we reach the camp? This would be tricky. First, you'll face a swamp valley where a huge ancient city is buried beneath. Look for an undestroyed column. It would be your landmark. Also einmal durch einen riesen Swamp. You will come on the shore where you pass a boat graveyard, an abandoned fisherman's wharf. Eine verlassene Fischerwerft. The remaining part of the path goes through the waterfall valley. Pirates have been living there for ages. Be careful. Und dann durch ein Wasserfalltal. We will find and free your friends. Ist das noch Kapitel 2 jetzt oder? Ja. Ins Herzen des Sumpfes. Vor langer Zeit war hier eine Fischerstadt. Aber der Sumpf hat es verschlungen. Ich hoffe, euch erwartet nicht dasselbe Schicksal. Caravaners Anführer Kujazok. Hideouts in Cover. Ah ja, also Deckung ist nicht geeignet, um sich vor Gegnern auf Türmen zu verstecken. Aber ist auf jeden Fall gut geeignet gegen Fernkämpfer im This Kampf. swamp is the beginning of our way to the pirate camp that the caravaners told us about. We should follow the landmarks, not to go astray. Ja. Find the unbroken column.
Das Erste, was ich eigentlich gern würde... Kann ich die abballern, weil das sind solche ekelhaften Explosionsdinger. Mhm. Ich würde eigentlich erstmal gern hier rankommen. Genau, da komme ich auch super durch. Das ist nämlich schon mal 80 mehr Energie und ein... Upgrade-Stein. Also ein Dwarfstone. Wow. Den da müssten wir loswerden. So werden wir nicht los. Da muss ein Decoy her. Wow, das war knapp. Fast ist unser Smash Fist versunken. So, Shadow cleart mal den Path. Sonst wird das nämlich nichts, hier durchzukommen. Zum Glück hat er ja genug Reichweite für sowas. Sehr gut, das war eine Kettenreaktion. Den da hinten hat es leider nicht mit erwischt. Dann geht er mal jetzt hier alleine durch. Wir müssen auf jeden Fall wahrscheinlich da lang als nächstes, aber ich will erstmal die Energie da haben. So. Das sind nochmal 40 mehr Energie. Von hier aus kann ich das da triggern. Da ist uns das schon mal nicht im Weg. So, euch beide noch hier rüber irgendwie. Nein, nicht so. Mist, das war volle Kanne ins Wasser. Oh, oder du schießt einfach mal so drauf. Und das hat jetzt diesmal nicht viel gebracht dahin. Genau, sehr gut. Da muss ich sie wahrscheinlich einzeln irgendwie darüber manövrieren. So, erstmal dich dahin. Da bist du sicher. So, dann den Forcer hierher. Weil noch erwartet uns nichts Schlimmes eigentlich. Und dann darüber mit dem Forcer. So, gut. Oh. Gut, da hinten ist wieder ein Upgrade. Also ein Dwarvenstone. Wow, das war knapp mal wieder. So, Smash Fist. So, da durch. Und dann einmal da rein warten, so. Okay. Erstmal hier hin. Oh, ich habe vergessen, die da alle wegzuschießen. Das kann ich aber jetzt nachholen. Boing, boing, boing. Sehr gut. Da hinten ist übrigens auch noch was versteckt. Also ein roter Kristall und
ein gelbes Ding. Wie kriege ich dich weg? So nicht. So kriege ich dich weg. Oh. Das könnte jetzt böse ins Auge gehen. Nein, ich komme da nicht durch. Okay. Wo bist du? Da bist du. Also das reicht nicht vom Abstand her. Weil da noch eine Zwischeninsel ist. Okay. Ich könnte mich mit Hasch tarnen, aber... Das klappt genauso gut. So, und hier kann ich an ihm vorbeilaufen und das einsammeln. Sehr gut. Eigentlich könnte ich den ignorieren, weil so nah komme ich an ihm nicht vorbei, dass der mir Probleme macht. So, ich hole mal den Forcer nach. Damit er da zum einen an den roten Stein rankommt und an das Upgrade. Dafür muss ich ihn zuerst darüber schicken. Da dürfte er ankommen. Ja, da kommt er auch heil an. Ohne was zu triggern. Den Smash Fist kann ich auch mal nachziehen. Der Abstand ist ja nicht so groß, dass ich mir Sorgen machen müsste. So, jetzt wieder zum Forcer. Weil jetzt kommt der eklige Teil. Da irgendwie auf die Insel zu kommen. So. Wer erledigt? Das heißt, wir haben die Sachen alle eingesackt. Sind die nachgewachsen oder nur nicht geplatzt? Naja, jetzt kommt der schwierige Teil. So, erstmal musst du nämlich weg. Ach super, das ist jetzt im Sumpf versunken. Okay, das heißt, der muss sich jetzt erstmal so auflösen. Ich versinke. Kommt er durch? Ja, er kommt gerade so durch. Gut. Wenn nicht, ist die Frage, ob der Weg da drüben nicht kürzer ist. So, hier hin. Das Ding mal wegschießen. Das war die falsche Fähigkeit. Ich wollte die. Nee, du musst darüber. Au, warum versprüht er gleich schon wieder Gift? Das war nichts. Okay. Weil von da, wo ich jetzt gerade stehe, ist nicht so gut. Moment mal, kann ich nicht hier irgendwo durch? Nein, hier kann ich nur außen rum. Und das da ist auch zu knapp, oder? Ja. Mhm. Okay, das heißt, du musst hier stehen. Dich muss ich schon mal hier rüber schicken. So, und ich hoffe mal... Nein.
Okay, gibt's einen Punkt, der näher dran ist? Wahrscheinlich da oben rum. Ich mach's mir wahrscheinlich jetzt gerade mal, hab's mir jetzt wahrscheinlich die Garde die ganze Zeit schwieriger gemacht, als es in Wirklichkeit ist. Geh mal kurz an Land. So. Und jetzt lauf mit Speed. Kannst du da irgendwo durchlatschen? Ja, kannst du. Okay. Oh, das ist schick. Ich kann hier sogar durchdashen, wenn ich möchte. So. Oh. Hey, Jungs. Oh, nein, 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 nicht absaufen. Absaufen ist eine schlechte Idee. So, jetzt kann ich dem Forcer mal nachziehen. Mein Shadow müsste es eigentlich schaffen, da durchzukommen, ohne zu versinken. So. Dann gehst du mal darüber. Du nimmst mal Anlauf und gehst darüber. Und dann darüber. Jetzt fehlt nur noch du. So. Damit habe ich mal mein ganzes Team bei dem Stein hier in Sicherheit. Gut. Ich boost mal bei jedem die erste Stufe wieder hoch. Denke ich mal. So. Und dann gucke ich mal, dass ich Punkte vergebe. Forcer hat 2 Punkte. Da würde ich gern Friendly Fire. Oder was hätten wir noch? Wir haben nur noch 4 Stück. Force Field. Der Armor. Armor verbessern. Biological Protection habe ich schon. Das wäre nicht schlecht, aber ich glaube, ich gehe erstmal auf Friendly Fire bei ihm. Shadow hat 1 Punkt. Heavy Arrows, Concentration, Rain of Arrows. Simplifies Preparation. Das würde ich gerne mal ausprobieren, wie das aussieht. Aber eigentlich hätte ich gern erstmal hier Shadow Blade, die beiden, bevor ich irgendwas anderes nehme. Also du brauchst eigentlich noch die meisten Punkte. Wie viel brauchst du denn noch? 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12 Punkte. Naja, du bist auch als letzter ins Team gekommen. Okay, Smash Fist hat auch nicht, noch nicht so, hat auch noch ziemlich viele offen eigentlich. Increases Damage of the Ram Ability. Wo ist Vortex, genau? This ability draws nearby enemies to Smash Fist. Genau, das hätte ich gerne. Kann ich die eigentlich abwählen? Nein, das kann ich nicht. Ich kann nur das wieder rückgängig machen, was ich gerade genommen habe. So. Das heißt, das war's erstmal. Ich save. So, und dann müssen wir gucken, wie wir weiter vorankommen. Das Problem sind nämlich, hier gibt's Gegner. Und zwar eine ganze Menge. Oh, du komm mal bitte wieder hier hoch. Okay, das ist mächtig.
Das war jetzt gerade sehr mächtig. Auch wenn der Smashfist gerade wieder einen Suicide abgekriegt hat. Aber das war cool. So, ich brauche wieder meinen. Shadow Rain. Weil ich die hier jetzt durch muss. Oh nein, da hinten sind Spitter. Oh. Das könnte unschön werden. Ich hole erstmal das Team hier hinter. Die Spitter sind nämlich ein richtiger Pain in the Ass. Und so wie es aussieht, muss ich bei denen eh lang. Aber ich habe was Wichtiges vergessen. Abschluss, Logbucheintrag 28, Captain Kirkbeard. Unser Außenteam hat es geschafft, die Höhlenbewohner zu befreien. Nach ihren Informationen befindet sich weiter entfernt noch ein weiteres Piratenlager, in dem die Arbeitstiere der Höhlenbewohner gefangen gehalten werden. So wie es aussieht, sind wir auf diese Arbeitstiere angewiesen, um unser Schiff hier aus dem Dreck zu kriegen. Soweit wir wissen, liegt für unser Außenteam eine gefährliche Reise vor sich. Wir drücken ihm weiterhin hier die Daumen. Kirkbeard, Ende.